Was ist der Sinn, ne? Warum rennen wir hier rum? Und da habe ich jetzt mir das Buch gekauft von meinem Vetter. Der hat jetzt zwei Bücher. Also der hat noch ein anderes früher, das ging über Menschenwürde. Da hat er erklärt, warum man aus der Grünen austritt. Da kann man nur sagen, was ein Glück, dass er da raus ist. Sonst wäre er jetzt Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Das muss ich mal überlegen. Wenn er denselben Scheiße reden hört wie dieser Kerl da. Ach du Liebe. Das muss man sich alles mal überlegen. Um eine Haaresbreite, ne? Und da hat er dann ein Buch geschrieben, ein kleines Büchlein, warum er da rausgeht. Aber das heißt über Freiheit und Menschenwürde, glaube ich. Ich könnte es mal mit meinen Worten zusammenfassen, es läuft so raus, er muss raus. Und so, also im Sinne einer Menschenwürde konnte er da nicht länger bleiben. Also ein bisschen verkürzt jetzt, ne? Aber wenn ich mir das angucke, was in der Partei abläuft, da hat er ja vollkommen recht gehabt. Das ist, ich habe so extrem, habe ich das noch nie beobachtet. Ich habe mich einfach distanziert, ich bin dann halt weg. Aber der hat sich dann damit immer tiefsinnig auseinandergesetzt. Also ich habe einfach gemerkt, ich war früher Sympathisant. Ich habe hier, mir hat einen Stand aufgebaut, um für die Grüne Wahlpropaganda zu machen. Das muss man sich mal überlegen. Wir waren zwar kein Grüne, aber immerhin Sympathisant. Und dann geht diese Partei so in die Knie. Das ist nicht in die Knie, die geht in die vollkommen in die Irre. Eine reine Absahner-Dummklick. Herrgott, Sacke, man könnte. Und wer sich da früher krumm gemacht hat für so eine Partei, dass die auftreten durfte und dass die machen durfte. Das ist kaum zu glauben. Und eigentlich war der Joschka Fischer, der war eigentlich noch einer, der hatte zugehört. Auf einmal dreht er ab. Ne? Fragt man sich, ist er schon so hingesetzt worden? Ist der gesetzt worden? So Sachen überlege ich mir halt ab und zu. Und da kommt mir das Kotzen, wenn ich weiter darüber nachdenke. Zieht ein paar Turnschuhe auf und dann macht er die Dicke. Aber so wird es nicht sein, ganz so wird es nicht sein. Jedenfalls, ich habe es eben von was ganz anderem gehabt. Um was geht es im Leben? Ne? Da muss man sich schon einen Kopf machen. Wenn man überall an solche Grenzen gerät und überhaupt nicht mehr weiß, warum. Wozu ist der ganze Scheiß noch gut? Ne? Und alles stimmt nicht. Alles stimmt nicht, was man bisher. Alles wird in die Irre geführt. Ich finde es so. Ich finde es in die Irre geführt. Andere nicht, aber ich schon. Und da hat er jetzt dieses Buch. Zwischen irdischem und himmlischem. Reflexion zur Metaphysik. Und ich habe jetzt nur den Anfang bisher gelesen. Natürlich, der Anfang, der ist mir natürlich geläufig. Ne? Ich habe ja das auch genau so auf meine Art halt. Wo komme ich her? Wer bin ich hier? Wohin soll mich das Leben und ich das Leben führen? Das ist ja die zentrale Frage, schlichtweg. Ne? Da hat er aber eine gestellt und die wollte ich mir jetzt noch einmal gelb machen. Die ist sowas von frappierend, entlarvend für meine Verwirrnisse. Also das mache ich erstmal, die erste Frage mache ich nochmal Geld. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wohin
soll mich das Leben und ich das Leben führen. Also der wird nicht nur vom Leben geführt, der führt auch sein Leben. Das habe ich bisher so für mich noch nie so veranschlagt. Aber jetzt kommt dieses. Und das ist ein, da hat er einen Satz geschrieben, ey. Da frage ich ihn demnächst, wenn ich mal unterwegs bin, was das soll, was er da meint. Sind wir gleichzeitig in zwei Welten? Man getraut sich das ja gar nicht zu denken, weil man dann denkt, da kommt gleich einer und holt einen ab. Ne? Der erlebten Welt der Gegenwart, die Leben ist, und der vorweggenommenen Welt der Zukunft, die nicht sein ist. Den Schluss verstehe ich nicht. Aber das Erste, das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe nicht nur eine Welt, da gibt es mehrere. Und ich frage mich, was mir da begegnet. Ne? Und ich glaube, das ist gestaffelt. Ich meine auch, ich hätte mal einen Vortrag, ich hätte einen Film gesehen, über, ich habe das schon mal erzählt, von Böll, über Böll, nicht von Böll, über Böll, wo der gesagt hat, wo er in seinem Buch drin geschrieben hat, dass er davon ausgeht, dass die Welt in 7 oder 14 Ebenen gestaffelt ist. Und dass da eine Staffelung sein muss, das ist mir irgendwie klar. Er hat bloß zwei Welten hier. Aber die er aufmacht, die zwei Kategorien, das langt nicht. Ich habe schon immer gesagt, ich glaube, dass in die Urwelt, wo dieser Satz stimmen würde, da ist nochmal einer dazwischen geschoben worden. Und das ist von unserer heutigen Technologie eingebaut. Das ist ein Abbild von, die koppeln einfach beide nochmal und haben sich in die Zwischen- und sind Geheimdienste. Ist für mich eindeutig. Das hat mit dieser göttlichen Welt niemals was zu tun. Was ich hier erlebt, kann nicht sein. Ist aber so mächtig, dass es irgendein Dienst sein muss. Ne? Ja, für mich ist das klar. Wer, wenn von Bewusstsein die Rede ist, ist sich wessen bewusst? Das ist doch so saugeil, das habe ich früher genau so gesagt. Ne? Was bedeutet im Grunde Bewusstsein und Selbstbewusstsein? Was bedeutet ich? Dieses Selbstbewusstsein, das in unserer Welt so hochgespielt wird. Ne? Man muss sich das nochmal angucken, wie in dieser Werbeindustrie das eigene Selbst und dieses Selbstbewusstsein, wie das dargestellt wird, wie die das pervertieren. Das ist unerhört. Ne? Hat mit dem Wort, das die Deutschen dem mal zugedacht haben, überhaupt nichts zu tun. Ne? Was ist ein Selbstbewusstsein? Da muss man sich seiner selbst bewusst sein. Da muss man doch nicht hinausrennen und alles andere niedermachen. Das nennen die Selbstbewusstsein. Der ist blind, der das macht. Der hat mit Selbst und seinem Bewusstsein überhaupt nichts zu tun. Und so, ich habe das nur so erlebt, deswegen kann ich mich eigentlich nur aufregen, wenn ich diese Welt sehe, die über mich gestülpt wird und die Welt, die ich so denke. Voll. Ich könnte jetzt noch mehr daraus vorlesen. Ne? Dass der Leib stirbt, verwest, zu Staub wird, ist zu sehen und zu verstehen. Wohin aber löst sich der Geist, wohin geht er? Das sind die ganz elementaren Sachen. Die ganz elementaren Sachen.
Das erzählt er auch in der Buchvorstellung in Leipzig, wo ich ihn aufgenommen habe. Leider Gottes ist der Film unmöglich abzuspielen, weil ich das Rauschen nicht rauskriege. Soll, wird etwas bleiben, sich jedenfalls für eine gewisse Dauer dem Nichts entziehen. Denn da geht es nicht um eine gewisse Dauer, es geht dann um Unendlichkeit. Also das ist mein Ding, ist, dass wir ins Unendliche leben. Ne? Wie und was, das ist doch eine andere Frage. Aber das wäre doch vollkommen idiotisch, wenn man hier jetzt 80 Jahre lang rumrennt und dann war es das. Ne? Dann hätten wir es vielleicht bleiben lassen können, unter Umständen. Also ich sag mir immer, im Angesicht des Ganzen ist das Kleine einfach nicht, es macht es nicht her. Ich bin auch keiner, der hier für diese Lebensdinger sich aufbläst und da die ganze Organspenden und so. Mache ich nicht mit, ne? ist mir auch zu blöd, ne? Weil dafür ist dieses Leben halt so gemacht. Ne? Und da ist es nicht so gemacht, dass ich einen anderen in Stücke schneide und dann in den anderen neu setze, damit er noch einmal eine Runde läuft. Ne? Mir ist das zu blöd. Es ist mir alles zu blöd. Ich meine, dieser eine Philosoph, der nennt sich Philosoph, der hat dieses Thema mit diesem Fleisch. Konsum, das war eins seiner Themen. Jetzt habe ich mich über dieses Fleischkonsum habe ich mich auch schon oft beschäftigt. Gerson und hin und her. Ach, morgen wollte ich noch eine Gemüsesuppe machen. Mal sehen, ob ich eine mache. Und da soll ich aber auch noch ein Fleisch machen, ne? Weil ich mache immer dann eine Fleischsuppe und eine Gemüsesuppe parallel. Dann kann man die mischen, wenn man will. Rindfleischsuppe mit einem Pfann. Ja. Okay. Ja. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Ne? Fleischsuppe und Gemüsesuppe war halt dann stärker als alles andere. Was das soll mit dem Fleisch, das hatte ich gesagt, gell? Ja. Und jetzt ist das Tierwohl. Das ist, liegt mir sehr am Herzen, habe ich mir dann gesagt. Ne? Und eigentlich haben die Buddhisten nicht ganz Unrecht, ne? Indem sie da sehr, 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 sehr darauf achten, dass die Tiere nicht unnötig umkommen. Also mit dem Sterben, habe ich ja eben gerade dargestellt, das ist was anderes. Sterben ist was anderes, das Sterben ist halt Sterben weg. Kann passieren, kann nicht passieren oder passiert so oder so. Das ist aber Leben ist was, dort drum geht es schon. Ne? Sterben, sei mal dahingestellt, wenn er weg ist, ist er weg. Oder tot, sagen wir lieber tot. Die Art des Sterbens ist schon entscheidend. Aber tot, ob jetzt vorher oder nachher, ist vielleicht auch nicht so wichtig, finde ich. Aber Leben. Die Art des Lebens, die schon. Und deswegen, wenn ein Tier lebt und dann sagt der Mensch, er ist dem überlegen und darf es deswegen massakrieren. Ne? Wenn man die Denkweise fortsetzt und dann die Menschen nicht gleichsetzt, dann darf der eine Mensch den anderen Mensch einfach massakrieren. Das ist so, das ist kein Rassismus. Das ist elitäres Denken. Und das fördern diese Idioten, die da draußen sind, auf allen Ebenen. Die sagen nur Nazis, Rassismus, so Zeug, ne? Euthanasie. Aber sie selbst, dass sie einfach sagen, ich habe mich jetzt in eine höhere Position begeben, ich darf das alles. Darüber denken sie nicht nach. Wie weit geht denn ihr dürfen? Wie weit geht denn das? Ich darf jetzt parken,
Ich darf jetzt dem anderen das wegnehmen. Ich darf jetzt da oben sein. Ich darf jetzt auch dafür sorgen, dass die anderen mir das nicht mehr wegnehmen. Ich darf jetzt auch... Ja, und wo hören diese Leider auf, ne? Das ist doch sowas von saublöd, wenn man diese Abstufung erst zulässt, ne? Dann ist man doch, da muss man doch nicht über Rassismus nachdenken. Dass die dass es die Rassen gibt, das ist doch zweifelsohne. Der A ist schwarz, der andere weiß, der andere rot, der andere gelb und der andere ist ein Eskimo. Was soll dann das? Das ist doch klar. Da muss man doch nicht mehr diskutieren. Da geht es um die Wertigkeiten, wie man miteinander sich akzeptiert. Und da kann man doch innerhalb einer Rasse ein ganz anderes System aufbauen. Achte ich da doch darauf, dass ich einen in der Atommüllbunker schicke, damit er wo die Dinger rausholt. Ja? Da habe ich mit diversen Personen diskutiert und habe festgestellt, die denken, wenn ich den schicken kann, dann mache ich das. Das ist kaum zu glauben. Und da muss ich doch nicht über Rassismus diskutieren, anschließend. Da ist doch was ganz anderes, die Wertigkeit. Da setze ich mich über jemand und den darf ich verarschen den ganzen Tag, dem darf ich die Stunde wegnehmen, den darf ich, das darf ich alles. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Habe ich was Besseres zu bieten? Ja, bin ich überzeugt davon, es kommt was Höheres? Dann zeig doch mal, was da dein Höheres ist, ne? Es würde mich mal interessieren, ob ich die Karte jemals umgedreht kriege, weil es nicht. Es würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe nur, dass es nicht. Weil die Spiele sich so oft. Ne? Und was sie sich rausnehmen und dieser ganze Krieg da, der ist doch nur zu rechtfertigen, wenn sie wissen, dass es was im Höheren dient. Ne? Es wird zwar ökonomisch dargestellt, ökologisch, ökonomisch, titelt da. Aber wenn die Kräfte, die hinter dran stehen, die Fäden ziehen, dann müssen die doch das Höhere. Haben sie das auch nicht im Auge? Wer macht dann die Sachen dann? Also ich verzweifle eigentlich an diesen ganzen Fragestellungen. Ich verzweifle. Nicht ganz. Aber manchmal denke ich, wenn ich keinen Alkohol gehabt hätte, wäre er schon längst weg. Muss man sagen, man könnte auch sagen, wenn du keinen Alkohol getrunken hättest, hättest du das besser erlebt und alles wäre gut geworden. Ich frage mich nur, wo wäre ich da gelandet? Ne? Wenn das so glatt durchgegangen wäre, würde ich da auf der Seite von diesen Corona-Idioten sitzen, ne? Das könnte doch sein, wenn alles hingehauen hätte, wärst du da. Und ich bin entsetzt, ich bin nur entsetzt. Damit lasse ich es jetzt auch. Dann kann man so ein schönes Buch schreiben und dann von Corona überzeugt sein. Dass es die Krankheit gibt, das mag ja sein, ne? Es geht mir nur darum, was ich angestellt habe, um die zu verhindern. Das ist eine Katastrophe. Die haben sich vergessen. Vollkommen vergessen. Machtbesessene Deppen. Ich könnte mir da jetzt die Kugel geben. Mit mir denn. Ach, da ist es ja. Das halte ich jetzt noch in die Kamera. Da habe ich ein gutes Ende gefunden. Ich habe mir das extra ausgedruckt, weil ich diesen Film so oft gesucht habe im Internet. Ne? Der heißt Der unsichtbare Freund. Und da habe ich recherchiert, da habe ich schon 1990 habe ich den gesehen. Hätte ich jetzt viel früher als Schüler, habe ich gedacht, hätte ich den gesehen. Und da kommt er. Dieser Mensch, da ist er. Soll ich das Bild zeigen? Nee, das zeigst du nicht. Dann lasse ich den da drin. Der Ray Müller,
der hat den gemacht. Das ist der, den habe ich dann angeschrieben und der hat mir dann gesagt, ich soll mich da und da und da. Und er hätte den Film noch in seinem Archiv, aber wäre schlechte Qualität. Und er wollte mir halt nicht geben. Ne? Ich wollte mir diesen Film nochmal angucken. Weil der, wie kann, warum verschwindet dieser Film von der Bildschirm? Das frage ich mich ja. Ich habe den gemerkt, mir im Kopf gemerkt. Und wenn ich nachfrage, gibt es den kaum mehr. Also der, ich habe ihn rausgefunden, der es gemacht hat. Und der, aber nur aufgrund eines Schauspielers, der drin vorkommt, das ist ein DDR, ein ehemaliger DDR-Schauspieler, der hat so einen viereckigen Kopf. Ne? Und den habe ich mal gemerkt und den Schauspieler habe ich gefunden, dann habe ich geguckt, wo er mitspielt und dann habe ich die alle gefunden. Ne? Und in dem Film geht es darum, dass einer merkt, dass da sonderbare Dinge vorgehen und da geht er in so einen Keller runter und guckt, was da ist. Und dieses Bild, auf das kam es an, das ist sowas von vielsagend, weitreichend. Da liegen in lauter Aquarien Gehirne drin und die sind mit Drähte verbunden. Und die sonderbare Sache ist, ist ihm halt aufgefallen, als er gemerkt hat, dass er zwei Löcher hinne in seinem Kopf hat. Ne? Dass ihn jemand anzapft. Also ich meine, ich mache jetzt meinen Film da draus. Es ist jetzt mein Film. Es ist nicht mehr der Film, es ist mein Film. So habe ich es in Erinnerung. Irgendwie wird er angezapft oder hat gesehen, dass andere angezapft ist. Ist ja egal. Und dann kommt er in diesen Raum und sieht diese Gehirne. Die sind alle verbunden mit Drähten. Darum geht mir es. Und das ist interessant. Wenn es also gelingt, alles, was denkt, fühlt und macht, zu verbinden in eine Wappereinheit, was kommt da raus? Ne? Da muss man natürlich jetzt Filter einbauen, dass nicht zu viel rauskommt, nicht zu wenig. Ich weiß es nicht. So, bin ich jetzt fertig? Ich mache noch was. Mal sehen, was ich finde. Ah. Mal noch einen schönen Schluss. Und das ist jetzt mal ein Gin, habe ich schon lange nicht mehr getrunken. So, jetzt mache ich Folgendes. Das mache ich ab und zu so, um das Schicksal sozusagen. Sagen wir, dieses Schicksal ins Leben zu holen oder das, der Zufall. Und da kann man so Sachen, so Spiele machen. Ich habe letztens mit einem, der war bei mir, der hat das angemacht, da kommen manchmal Sachen, die sind schön witzig. Man, das macht nicht schön witzig, also Quatsch. Die entwickeln aus dieser Komponente heraus eine bestimmte Art von Wichtigkeit, indem er eben sagt, jetzt kommt der Zufall und das nimmst du jetzt mal wichtig. Also ich mache jetzt da das Buch auf. Upp. Nein, da. Nein, da. Okay, da mache ich es jetzt auf. Und dann nehme ich mir den kleinsten Absatz vor, damit es nicht so lang wird, weil ich so schlecht lesen kann. So, und der kleinste Absatz wäre jetzt 275. Keine Ahnung, was das ist. Das gucke ich neu. Ich finde es immer interessant. Achtung, was sagt das? Das metaphysische Empfinden kann nicht anders als ein solches beim anderen voraussetzen. Es ist auf Gespräch, Mitempfinden, Verständnis, Gemeinsamkeit angelegt. Das metaphysische Empfinden kann nicht anders, als ein solches beim anderen vorauszusetzen. Vorauszusetzen, kommt noch zu ran. Es ist auf Gespräch, Mitempfinden, Verständnis, Gemeinsamkeit angelegt.
Wenn der das als metaphysisches Empfinden bezeichnet, was ich die ganze Zeit als irgendwas Komisches in meinem... Das ist ja kaum zu glauben. Das ist doch kein Miet. Da muss ich mich wirklich mit ihm mal verständigen. Das metaphysische Empfinden, das mag schon so sein. Aber da hat sich, da hat sich jemand dazwischen geklemmt. Das, was ich erlebe, ist keine Metaphysik. Ich kann es jetzt mal rauslassen, was ich glaube. Das sind irgendwelche Idioten, die sitzen in Amerika, in Silicon Valley, von der Hochschule und die steuern uns als künstliche Intelligenzdeppen. Da bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Und die Metaphysik, die war früher unser Leid und das haben die Idioten zerstört. Und deswegen glaube ich, dass sie die ganze Welt zerstören dürfen. Das ist meine Überzeugung. Das habe ich aber rausgelassen. Und dort dran krankt die ganze Welt, dass da irgendwelche Idioten eine Machtfülle haben, die ihnen unmöglich zusteht. Jetzt fragt man sich natürlich, welchem Gott in der griechischen Sage steht die Machtfülle zu? Ne? Oder hat es ihm jemals zugestanden? Ne? Wie kommt es, dass die Forderung stellen, dass die muss den beerdigen da, wie die Iphigenie oder wer das war. Ne? Die müssen die beerdigen. Und wenn sie das nicht machen, dann verletzen sie ihren Ehrenkodex und gehen ins Nirvana. Natürlich war da was, aber was ich empfinde, ich kann es nur so wiederholen, das ist meine Denke über das, was in unserer Welt abläuft. Und ich führe manchmal einen richtigen Krieg mit diesen Idioten, die da in diesem Steuerpult sitzen, ne, und mich könnte einer sagen, hey, mal, bist du noch bei Sinn? Das ist doch alles ganz normal. Nee, da ist überhaupt nichts normal hier. Und wer das nicht merkt, nee, die merken es ja all, die machen halt all mit. Und dann ist, das hat doch mit Metaphysik nichts zu tun. Also jetzt muss ich mal sagen, ey, das sind ja zwei komplett verschiedene Schuhe. Das eine ist Metaphysik, das denke ich, das ist das von der vom Urschleim her, noch vor den griechischen Göttern. Vielleicht gab es die ja gar nicht, das kann auch sein, das ist auch schon eine Erfindung von denen. Das kann natürlich auch sein. Dann kann ich sie gerade aufgeben. Stimmt. Ich habe ja so einen Philosoph da in Zittau, der mich immer ein bisschen. Der hat sich viel Mühe gemacht, mir klarzumachen. Was heißt mir klarzumachen? Ich erzähle das immer so saublöd. Der hat mich darauf angesprochen, dass es eben Denkrichtlinien gibt. Ne? Das war mir auch klar. Aber wenn man nochmal drauf angesprochen wird und noch einmal, dann denkt man halt fünfmal drüber nach. Das ist was anderes, wenn man nur einmal drüber nachdenkt. Und da gibt es einen, der Oetsch, oder wie der heißt, das ist ein Philosophie- oder Geschichtsprofessor, der erklärt diese verschiedenen Denkschemata. Und man kann es eigentlich gar nicht oft genug wiederholen. Man muss halt so sein wie mein Kumpel, der mir das immer wieder vor den Latz knallt, ne? Die prägen dein Denken. Man kann es gar nicht genau genug sagen. Die prägen dein Denken. Die geben dir die Leitlinie. Du kannst gar nicht anders damit, das, was sie ihnen dir geben. Das ist das Entscheidende. Und nur einer, der sich zurücklehnt, an der Seite kratzt, der kommt auf die Idee, das mal zu verlassen. Die anderen sagen, nein, das ist das Dein, das ist das Nein. Und da muss man wirklich Philosoph sein von seiner Kategorie. Der hat mir dann auch mal Büchergehege gelegt, ne, wo ich mir über die physikalischen Gesetze Gedanken gemacht habe, wie die überhaupt zustande kommen. Ne.
Und da merkt man erst, dass das alles theoretische Gebilde sind. Alles durch die Bank ist nur gedachtes Zeugs. Mit Empirie zwar verbunden, aber die Empirie, die man erfährt, die kann man auch nicht belegen. Aber man kann sie belegen, immer wieder, aber man weiß nicht warum. Man weiß nicht warum. Immer hinterfragen, nochmal fragen, nochmal fragen, noch. Aber man weiß nicht warum. So, und jetzt? Was nun? Man könnte sagen, das ist doch ein rein dumm dahergekacke. Nee, es ist ganz wesentlich, weil es letztendlich geht es um deine Frage, warum du in dieser Welt rumrennst. Um das da, was da steht. Und wenn sich da jetzt welche Superschlauen reinklinken und Möglichkeiten haben, dich zu manipulieren, und so kam ich mir vor. Was heißt hier kam? So komme ich mir vor. Und ich war das so leid, ne? Und konnte mich nicht wehren. Und alles Mögliche habe ich versucht, es geht nicht. Und dann fragt man sich, was wollen die Deppen von einem? Keine Ahnung. Gibt es da noch was, was es geben könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sevilla in España. Beste Grüße zurück. Schön, dass man noch so eine Karte kriegt. Das ist was Seltenes bei mir. Ich habe alles einfrieren lassen. Alles fort. Mittlerweile ist alles nur noch. Und dieser Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krieg, das ist was Furchtbares. Ich glaube, es endet darin, dass ich da hinfahren muss. Und mir ein Bild machen muss. Vielleicht muss man das erleben, damit man endlich sagt, das darf nicht sein. Aber immer damit verbunden sein. Und zu wissen, dass man daran beteiligt ist und nichts macht. Also diese Generation, mit der ich aufgewachsen bin, unsere Vorgeneration, die hat sich wegen Vietnam praktisch der Arsch aufgerissen. Und jetzt passiert dasselbe wieder und kein Schwein rührt sich, kein Depp. Und da frage ich mich, was ist aus denen geworden? Sind die alle tot? Oder was ist mit denen? Wir haben jetzt Jahrestreffen. 200 Jahre, unser Gymnasium feiert sich. Und da kommen die alle zusammen. Und da haben sie so ein Festreden. Also ob ich den ertragen will, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich bin mal gespannt, wer da auftritt. Ich bin einfach mal gespannt, was da kommt. Und wie sich dieses Gymnasium noch rechtfertigen will. Also ich könnte das jetzt mal sagen, die Batterie geht jetzt aus gleich. Ach so, kannst du ja einstöpseln. Das stimmt, da brauchst du nicht laufen, durch die Batterie zu gucken. Ja. Das ist die falsche. Das ist. Ja, wo ist denn der Anne? Der Uno. Dann hätte ich das behoben. Nee, das ist die Wette. Hammer. Nee. Zack, zack, haben wir den. So. Auf was wollte ich jetzt raus? Aufs Gymnasium und warum die da. Herrgott, zack, diese Gedankengänge immer wieder herzustellen, das ist sowas von kompliziert mittlerweile. Ich frage mich schon, wie das noch geht. Ich muss es erstmal ausschalten, bis ich den Gedanken finde. Ich finde es nicht mehr, was ich da wollte. Ich habe da nicht mehr angeguckt.
Aber es geht um diese 200-Jahr-Feier. Und was man da jetzt antrifft, so ungefähr nach diesem Motto, hatte ich mir überlegt, ob ich da überhaupt hingehen will. Aber ich denke, darum ging es, glaube ich. Unsere Vorgeneration, die hat so viel an kritischem Bewusstsein gehabt. Das kann gesteuert gewesen sein, aber es war da, im Westen, eindeutig. Und das war ein Lebensgefühl, das war ein Inhalt und es hat uns durchwappert mit Macht und Kraft und also das war nicht gesteuert, ich glaube es nicht. Dass man das dann vielleicht wieder instrumentalisiert hat anschließend, das kann schon sein, aber das, was es bei uns ausgelöst hat, das hat man nicht mehr auslöschen können. Das wurde dann mehr und mehr wieder abgegraben, aber das war Wahnsinn eigentlich, diese Hippies und diese Dinge. Und ich frage mich dann nur, was aus denen wann ist. Nur wenn man die jetzt sieht, wie wollen die das erklären, was sie heute machen? Also das muss, in deren Bewusstsein muss das doch klar sein, was wir heute nur noch ein Abklatsch sind von dem Dümmsten der Dümmsten. Ne? Das kommt mir so vor. Ich weiß nicht, wie die anderen leben. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht mehr. Und das wird mich dann interessieren. Wie redet die auf? Achso, da war ich an dem Festredner, da wo ich nicht hin wollte, aber ich wollte mal wissen, was bei uns dann läuft, in der Klasse, wo ich war. Und Das ist ja so, dass sich das gespalten hat, ne? in diejenigen, die ihre Erfolgsschiene gingen und diejenigen, die da nicht mitgingen, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt frage ich mich, ich bin ja bei den Erfolgreichen, ich bin ja immer noch in Kontakt, immer noch, und sehe aber denen ihre Beschränktheit. Also sagen wir mal so, ob die durch und durch geht, die beschränkt, das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe nur in ihrer äußeren Beschränktheit, das kann ich beurteilen. Und das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Ich frage mich nur, wenn sich einer äußerlich so weit beschränkt, was ist mit dem im Inneren noch los? Ne? Es kann ja in ihm noch ein Feuer brennen, ne? Könnte sein. Und außen ist er aalglatt. Ne? Aber es ist erschreckend. Ne? Es ist erschreckend. Also was ich erlebt habe, ist da erschreckend. Und ich habe es schon mal gesagt, Alter, mein Cousin, der hat mich darauf hingewiesen, sei froh, dass es so gekommen ist, was aus dir geworden wäre. Das ist leicht dahergeredet, ne? Aber könnte auch was dran sein. Also diese Art der Lebensführung, diese Rolle, die wollte ich nicht haben, ne? Die ich da hatte. Ich habe mich auch immer wieder dagegen gewehrt. Irgendwo habe ich mich nochmal dagegen gewehrt. Das muss ich aber sagen. Da ist so eine Ambivalenz, nennt man das, glaube ich, vorhanden. Ne? Hin und her. Aber was da jetzt dann zum Schluss abgelaufen ist in den letzten Jahren, frage ich mich echt, hey, sag mal, habt ihr sie noch? Was macht ihr da draus? Also ich meine, wenn ihr das alles so zurechtbiegt und wisst genau, was Sache ist, und was kommt denn da jetzt raus? Ich konnte es überhaupt nicht sehen. Das ist also, ich habe den grundsätzlichen Fehler gemacht, ich habe die alle Menschen, habe ich in eine Kategorie gefasst, die sind in dieser Oberliga und deswegen sind die eine Meinung. Ist aber halt, die sind alle anders. Erzähl dir laufend irgendwas vom Pferd. Ne?
Und da gibt es halt welche, die wissen das und das und das und das. Und dann kommt sowas raus. Also ich finde diesen Krieg, den finde ich sowas von schlimm. Der hätte nicht passieren dürfen. Und dass die Wessis sich jetzt hinsetzen und ihre, wir waschen uns Hände alle in Unschuld. Und die ganzen, die hin, ach so, jetzt weiß ich wieder, die in der zweiten Reihe, dritten Reihe, die meinen alle, sie könnten einfach mitwaschen. Das ist doch, das haben wir damals vollkommen abgeschafft. Dort wollte ich raus, jetzt weiß ich es wieder. Diese Generation, die diesen Vietnam-Ding und das aufgezeigt haben, die wollten die Menschen aufrütteln, um ihre eigene Verantwortung wahrzuwerden. Und das haben wir ja vollkommen abgelegt, vollkommen. Wenn ich in Urlaub fahren will, dann muss ich nur halt mitmachen und dann muss ich halt tolerieren, dass da irgendeiner umgebracht wird. Sonst kann ich doch nicht in Urlaub. Das musst du doch einsehen. Und da konnte ich halt nichts mehr sagen. Da kann man nichts dazu sagen. Da kann man nicht mehr diskutieren. Da weiß man, Ende. Und vielleicht hatten wir, manchmal denke ich, das ist ja schon anmaßen, hatten wir eine Hochphase. Wir waren in einer kritischen Hochphase, die konnte man nicht durchhalten, unmöglich. Ne? Und die einen sind halt gescheitert, so wie ich halt. Ne? Ich betrachte mich schon in gewisser Weise als gescheitert. Wobei ich nicht mal weiß, an was. Ne? Das kommt auch noch dazu. Aber ist halt so, es gibt verschiedene. Kann man aufdröseln. Und dann gibt es halt anderen Sachen, und guckt man die anderen an und weiß überhaupt nicht, warum sind die erfolgreich. Ne? Frage ich mich. Und warum muss man den Erfolgreichen die Wichtigkeit der Welt hinterhertragen, sonst würde sie es überhaupt nicht mehr erkennen. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist so. Das ist alles pervers, also diese komische Welt. Ne? Naja. Du musst halt sagen, die Menschen im Osten, die haben nicht diese Privilegien wie die Wessis. Und die sind ganz anders da gestrickt dann. Es sei denn, sie sind auch in die Erfolgsschiene eingestiegen, dann sind sie auch weg vom Fenster. Es ist das Anpassen an das Notwendige. Ne? Und es scheint einfach am Anfang nur so ein kleiner Finger zu sein. Aber es saugt dich vollkommen auf, wenn du nicht achtpasst. Das ist meine Beobachtung. Und wenn ich jetzt was zu rauchen durch hätte, würde ich was rauchen. Also das ist kaum zu glauben, dass ich so eine. Ich habe das Rauchen mir abgewöhnt, ne? Seitdem ich die kleine Lady da kennengelernt habe, habe ich mir das abgewöhnt. Aber jetzt bin ich wieder so weit. Wahrscheinlich bin ich wieder in einem. Ich bin wieder daheim. Ich bin wieder da angekommen, wo ich gestattet war. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin wieder da angekommen, wo ich losgefahren bin. Und sie wollten was anderes aus mir machen. Ist nicht geglückt. Ich bin wieder daheim. Doch du randest unaufhaltsam frei ins willenlose Netz. Ich weiß immer noch nicht, was das. Irgendwas war da. Habe ich noch einen Satz hatte ich ja. Ich nehme noch einen. Ich müsste das noch besser steuern, ne, dass es zufälliger wird. Ne. Ich habe mal in Berlin habe ich mal eine Maschine gebaut, die absolute Zufallsgenerator
Es war ein Doppelpendel, also ein Pendel. Und an dieser ersten Schnur hing nochmal eine zweite Schnur, also da war ein Gewicht dazwischen, nochmal eine zweite Schnur. Das war eigentlich ein Doppelpendel. Und den habe ich dann an so einen Ring, einen dicken Knopf, und den habe ich eingefroren mit dem Eis. Eis eingefroren. Habe den dann oben drauf gelegt, sozusagen, auf einen Aufsatz. Hing dieser Doppelpendel ohne, und dann habe ich den losgeschickt, und ohne war die Matrix. Und dann, wenn das Eis geschmolzen war, fällt dieser Pendel gerade in dieser Stellung runter, und dann sagt er ja oder nein. Da konnten nur zwei Sachen sagen. Also es war eine dipolare Welt. Ne? Und damals ging es auch um eine Frau, ob ich da hinfahren soll. Und da habe ich diesen Pendel da. Ich wollte was der da beschreibt mit den zwei Welten, dem wollte ich entgehen und habe einfach diesen Pendel gebaut. Habe es aber nicht gemacht. Der Pendel hat dann einfach gesagt, mach. Und die Aussage war die, also die Fragestellung von mir war, da stand ein Auto zum Verkauf. Und ich glaube, der Verkäufer hat den falschen Preis. Na, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, das ist was so ein alter Mercedes. Soll ich den kaufen und dann mit dem Ding dahin fahren zu der? Und da ist der runtergeplotzt und ich glaube, es war ja. Aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Ne? Also ich habe mich diesem Pendel nicht unterworfen. Ne? Dann bin ich später hingekommen, wo das Auto viel teurer war auf einmal. Ob das mein Pendeln war, weiß ich auch nicht. Das war jedenfalls nicht mehr so billig zu kriegen wie vorher. Boah, wie geht denn das? Haben die das gewusst, dass ich das kaufen wollte? Es war ein geiles Mercedes. Jetzt habe ich so einen Mercedes da stehen, der ist jetzt kaputt. Ne? Jetzt ist er kaputt. Heute habe ich erfahren, dass er kaputt ist. Was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt fahre ich ihn so lange, bis er stehen bleibt. So wie immer. Ich fahre immer so lange, bis er stehen bleibt. Ärgert mich schon. Ne? Ja, ja. Jetzt frage ich mich, wie könnte man ja was machen, dass diese Zuschauer mit beteiligt werden. Kann man nicht. Da oder da oder da oder da oder da. Wie will man das entscheiden? Ich mache jetzt mal eine Entscheidung. Da. So, es ist im vorderen Drittel. Da kann ich noch was verstehen. Und man müsste jetzt wieder den kleinsten Absatz finden zum Vorlesen. Oh Gott. Das ist aber viel. Das habe ich jetzt aufgeklappt. Das ist der Spruch 100, der Aphorismus 109. So, wollen wir mal gucken, was da steht. Vielleicht kann ich es auch lesen. Die Schwäche der metaphysischen Welterklärung hat nichts zu tun mit dem metaphysischen Empfinden. Dieses bleibt, weil es den Menschen ohne solchen Sinn nicht geben kann. Wenn aber der metaphysische Sinn verdockt und nicht gepflegt wird, wenn er negiert wird und seine Schwächung als Fortschritt gelten soll, gibt es keinen Grund, über die Folgen, Auszehrung, Verfall, Entropie der Vernunft und dergleichen, erstaunt zu sein.
ich glaube, wir reden über dasselbe Phänomen, aber ich sehe es anders. Ne? Interessant. Ich muss unbedingt mit ihm reden, glaube ich. Weil ich sehe das alles auch, aber ich sehe, dass da eine Kopie ist entstanden. Nur das erklärt dieses Verwirrnis in der Welt, ne? Dieses vollkommene Verwirrnis, babylonische Sprachenwirrnis. Die Schwäche der metaphysischen Welterklärungen hat nichts zu tun mit dem metaphysischen Empfinden. Ja, genau, denke ich auch. Dieses bleibt, weil es den Menschen ohne solchen Sinn nicht geben kann. Genau, jetzt verstehe ich. Das ist voll meine Meinung. Dieses metaphysische Empfinden ist dem Menschen immanent. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Nur was die da neigeknallt haben, ist nochmal was anderes. Wenn aber der metaphysische Sinn verdorrt, nicht gepflegt wird, wenn er negiert wird und seine Schwächung als Fortschritt gelten soll, gibt es keinen Grund, über die Folgen erstaunt zu sein. Er ist da auf einem anderen Trip. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, was diese Welt da draus macht. Ne? Ich finde, entscheidend ist, dass da eine Macht dazwischen sich geschaltet hat, die so mächtig ist, dass sie den metaphysischen Ursinn nachbilden kann. Die können den. Das ist das Verheerende. Das ist meine Auffassung. Es ist interessant, darüber nachzudebattieren, ne? Weil was ich sagen würde, wäre dann, es gibt einen Nachrichtendienst, der hat sich eingeklinkt. Die Griechen würden sagen, Aphrodite wurde durch Herakles ersetzt oder so irgendwas halt. Das Entscheidende ist, dass wir das alles so empfinden, dass es das gibt. Das darf man niemals vergessen. Das wird man sein Leben vergessen. Der Meinung bin ich auch. Wer das nicht sieht, sieht sein Leben nicht. Da bin ich auch überzeugt. Weil das ist ja so mächtig. Vielleicht kann man aber auch ohne das zu erkennen, ein Leben gelebt haben. Geht doch auch. Da gibt es diesen Hans im Glück. Ne? Den müsste ich jetzt mal im Internet suchen, was die darüber sagen, was das für einer ist. Ne? Ich komme mir so vor wie der Hans im Glück. Ich habe aber vergessen zu verwandeln. Man muss weiter verwandeln, ne? Sonst ist man nämlich kein Hans im Glück. Weil dieser Hans im Glück ist eigentlich ein Tor im Unglück. Und findet durch sein Tor sein zum Glück. Das ist der Hans im Glück. Um das jetzt genauer zu erläutern, ist ja Folgendes. Ich weiß auch gar nicht, was mir damals im Kindergarten erklärt gekommen war, warum dieser Hans im Glück was Besonderes hat. Ich weiß nicht, was die erklärt hat, die Kindergärtnerin. Aber es ist ja so, der verwandelt immer, der hat gearbeitet und kriegt von seinem Meister einfach ein Geschenk. Ein Goldbatzen. Und der ist in der Lage, aus diesem Goldbatzen nichts zu machen. Ein Nichts. Sitzt aber dann, als das zum Nichts wird, in der Mühle, wo die Tochter des Müllers seine Freundin, seine Frau wird. Und das ist, glaube ich, dann sein
der Hans im Glück. Ne? Er verliert alles und gewinnt über sein Glück. Ne? Und das ist eine interessante Metapher. Ne? Es ist eine interessante Metapher. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob das wirklich so ist mit dem Hans im Glück. Ne? Ich meine, so ist es. Ich gucke nicht mehr nach. Weil ich bin zu müde. Weil das könnte sein. Man muss alles eintauschen. Alles eintauschen. Um sein Glück zu finden. Ne? Und in dem Fall war es seine Frau. Die Frage ist, ob es immer ist. Ne? Das weiß ich nicht. Ob das die Frauenwiese? Keine Ahnung. So. Angefangen haben wir damit und geendet haben wir damit. So, mal alle gute Dinge sind drei, metaphysische drei. Aber das habe ich jetzt gemerkt. Jetzt wird er schon ein bisschen aggressiver. Nicht aggressiver, genauer. Wie kann ich denn da eine Seite finden? Ich müsste den letzten Aphorismus, den müsste ich von Nummern her wissen. Der letzte ist 330. Jetzt müsste ich müsste mir einen Mechanismus entwickeln, wo ich zwischen 0 und 330 was entscheiden kann. Ne? Und, müsste praktisch drei Ziffern bestimmen. Drei Ziffern bestimmen auf dem Rad. Das habe ich jetzt nicht parat. Dann könnte man mal gucken, ob man bis zum Schluss oder bis zum Anfang kommt. Ne? Finde ich eine interessante Sache. Ne? Habe ich was da zum Würfeln? Habe ich nicht. Schade, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es entscheiden soll. Du musst es da neu hauen. Aber da kommen doch immer nur die Mitteltreffer. Die Außenbereiche sind doch behindert. Ne? Finde ich ungefähr. Das finde ich unfair. Du bist blind. Oder so irgendwie. Ich habe schon alles Mögliche überlegt, wie man seine Zufälle. Achso, ich habe das schon erläutert. Ne? Mit dem jetzt bin ich drin. Und der kleinste Nenner lese ich vor. Das mache ich jetzt nicht. Lehne ich ab. Wieso? Das ist mir zu viel. Es muss. Da ist einer. Den nehme ich. Man kann das Glück auch beeinflussen. Das Schicksal. Das nehme ich nicht. Das ist mir zu viel. Das ist aber eine gute Erkenntnis. Wenn es zu viel ist, ist es nämlich zu viel. Das lese ich dir vor, du musst die Brille aufsetzen, du tapperst. Ach so. 275 lese ich jetzt vor. Das metaphysische Empfinden kann nicht anders als ein solches beim anderen voraussetzen. Es ist auf Gespräch mit Empfinden, Verständnis, Gemeinsamkeit angelegt. Ich sag mal, das ist jetzt genial. Ich habe denselben Satz gefunden, den hat er zweimal untergebracht und hat es gar nicht gemerkt. Das hat er nicht gemerkt, das hat nämlich keine Korrektur gelesen. Das ist jetzt genial. Hä? Ey, das war jetzt genial. Das ist derselbe Satz. Das gefällt mir jetzt. Sack und Asche, ey. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig. Es ist auf Gespräch, Empfinden, Verständnis, Gemeinsamkeit angelegt. Und man muss das voraussetzen. Und wenn der andere
Das ist tatsächlich so. Da betritt man die Bühne und merkt, ja, man versucht rauszufinden, ob der andere mitschwingt. Ne? Und das ist es. Jetzt höre ich aber auf. Ne? Ich habe jemanden getroffen und da hat das angefangen und hat so gemacht. Bing, 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 bing. Und dann habe ich da nachgefragt, ne? Und dann hieß es, nö, das ist ein Irrtum deinerseits, es schwingt nicht. Und das habe ich dann gesagt, das glaube ich nicht. Und in diesem Zustand bin ich dann verharrt bis zum heutigen Tage und sage immer noch, ich glaube es nicht und glaube es doch. Das war's. Wenn du jetzt noch ein schönes Lied findest, dann spiel's vor. Die Lieder darf man doch nicht spielen, die werden dann rausgeschnitten. Ich spiel's dann nur an. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, a long time ago. He saw an animal that liked to growl, big furry paws, and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Yeah, yeah, yeah. Man gave names to all the animals in the beginning. So, hör mal auf, ne? In the beginning. Macht's gut. Saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Ja, man muss nicht immer alles verstehen, Gerhard. Kann sein. Tja, Feierabend.